und herzlich willkommen. Heute, liebe Zuschauer, werden die Gäste hochgewettet. Sie haben in der letzten Partie klar gewonnen, Sebastian. Womit rechnest du heute? Ich glaube, es wird heute eine engere Angelegenheit werden, Tom, denn die Formkurve der Gastgeber stieg zuletzt deutlich an. Also wir werden sehen, wie das Spiel hier ausgeht. Gleich geht's los. Ja, und schon kommt er in Ballbesitz. Gutes Stellungsspiel. Jetzt hat er den Pass klasse gespielt. Ja, der HSV steht hinten unter Druck, hat sich weit zurückgezogen. Setzt er sich durch an der Außenlinie. Er holt sich den Ball an der Seitenlinie. Völlig zu Recht unterbricht der Unparteiische die Begegnung nicht. Na, warum nicht gleich so? Es geht doch vor allem faul. Keine Verwarnung für den Spieler. Der Schiedsrichter hat wohl seine Kontaktlinsen vergessen. So, der kann nicht mehr weitermachen. Das sah man schon. Und deswegen muss er ausgewechselt werden. Und wie er an den Ball noch angekommen ist, das ist ja fast, das ist unfassbar. Ja, da hat der Keeper gut mitgespielt und aufgepasst, nachdem der Schiedsrichter hier hat Vorteil laufen lassen. Am Ball jetzt Marcel Janssen. Oh, das war kein guter Pass. Da ist er gleich dazwischen. Pass in die Spitze. Das ist Marcel Janssen. Eine schöne hohe Flanke in den 16er. Er überlegt jetzt, flanke ich nicht. Ja, das war ein klasse Kopfball. Und jetzt haben sie es, das Tor. Ja, schauen Sie mal, dieses fußballerische Können, diese Übersicht, da ist das Tor am Ende. Überhaupt kein Problem mehr bei diesem Traumpass. Ja, und logisch, wenn du so offensiv spielst, dann bist du natürlich für Konterangriffe anfällig. Gut behauptet, da weit draußen auf dem Spielfeld. Ah, das war ja Weltklasse, wie er ihm den Ball abnimmt. Oh, das war kein guter Pass und die Strafe folgt auf dem Fuß. Lukas Piszczek. Ja, Schuss war nicht so schlecht, aber der Torwart hat auch rechtzeitig erkannt, dass der Ball auf jeden Fall nicht auf sein Tor kommt. Ja, der Torwart mit ganz langem Abschuss. Jakub Błaszczykowski. Und achten Sie mal drauf, der wird gleich flanken. Herrlich platziert. So hat sich der Trainer das vorgestellt. Sein Team geht mit einer 2-Tore-Führung in die Halbzeit. Was will man da mehr? Ja, jetzt haben Sie zumindest erstmal einen komfortablen Vorsprung. Ja, das Stellungsspiel war gefordert und er stand richtig. Bester Mann.
wenn sie einen Abwehrspieler brauchen. Es ist passt genau der Ball. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Miserable Leistung des Torhüters ohne Wenn und Aber. Und der Trainer sollte ihn jetzt eigentlich auswechseln. Schöner Pass in den Lauf. Ah, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Und der Schiedsrichter entscheidet auf Eckball. Tja, und er spielt den Eckball genau in die Arme des Torwarts. Jansen. Das Pausenresultat steht fest, liebe Zuschauer. Steht 3:0. Ah, das ist natürlich sehr schade. So eine Verletzung in den ersten 45 Minuten. Er war ja wirklich der Pechvogel. Aber wenn es was Neues gibt und wir wissen, wie schwer die Verletzung ist, werden wir Sie natürlich informieren. So, setze ich jetzt die Tendenz aus den ersten 45 Minuten fort oder gibt es in der zweiten Halbzeit dann doch vielleicht eine Überraschung? Schein. Ja, auf den Mann ist Verlass. Ah, wie er den noch gehalten hat. Auf den Flügel. Am Ball jetzt Baschikowski. Oh, da zittert die Latte, mein lieber Mann. Ja gut, wie er da auf der Seite den Ball erobert. Da kann er sich nicht durchsetzen im Zweikampf. Ja, da muss die gegnerische Abwehr aufpassen. Auch die Abwehrspieler schalten sich jetzt über die Flügel mit ein. Ja, und hinten darfst du keine Fehler machen. Lieber einfach mal weg mit dem Ball. Und die Abwehr steht wie eine Eins. Ja, und er spielt den Ball zurück zu seinem Torhüter. Und über den Ansatz kommt dieser Angriffsversuch nicht hinaus. Gute Abwehrarbeit. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Oh, der kommt an. Der Ball ist im Seitenaus, Einwurf. Und er wechselt zum zweiten Mal aus. Ja, das hat er gut eingeschätzt. Tja, das war nichts. Abseits. Er kann den Ball in Ruhe annehmen. Das war eine gute Flanke jetzt. Raus mit dem Ball. Nur raus aus dem Strafraum. Lukas Piszczek.
Und die Hamburger Fans, sie zittern jetzt in dieser Phase mit ihrer Mannschaft. Oh wei. Schlimmer Ballverlust, jetzt brennt's lichterloh. Souveränes Zweikampfverhalten. Schein. Im Mittelfeld, da lassen sie ihnen einfach keine Freiräume. Gute Abwehr. Kommt die Flanke. Das ist doch eine klägliche Hereingabe. So, daraus könnte was werden. Und ein weiterer Treffer ist gefallen. Also, es klappt doch. Jetzt hat er sein erstes Tor und er wird weitere, da bin ich mir sicher, folgen lassen, Tom. So, und jetzt haben die mal so richtig Spaß da unten auf dem Feld. Ja, gutes Tackling auf der Außenposition. Ja, ich glaube, den hätte noch der Torhüter der C-Jugend gehalten. Oh, das war ein ganz weiter Wurf vom Torhüter. Na, bitteschön, riskier mal was. Und riskant war's, aber er hat Glück gehabt. Und die Gäste sind sowas wie die Mannschaft der Stunde. Das ist ja schon fast eine unglaubliche Siegesserie. Das war eine ganz klare Angelegenheit und der Torhüter hat wieder einmal zu Null gespielt. Ja, das war's von uns, liebe Zuschauer. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und es verabschieden sich von hier Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis demnächst.